Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Stimmt, wir wollten diesen Gluma besiegen. Ich erinnere mich. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich hier irgendwo im Wasser in der Höhle stehe. Da hat mein Vergangenheits-Ich, einen tollen Platz ausgewählt. Ich dachte wieder so in der Stadt, so wie immer. Aber nein. Huch. Falscher Knopf. Ich wollte nur mal gerade was gucken. Hier könnten wir noch ein Glyphchen einbringen. Ach komm, wir holen jetzt das hier. Ich mach das einfach. So, 2. Und dann. Quen? Hi. Nein. Au. Bist du für ein Fuckvieh? Was ist das für ein Vieh? Als ob ich dich nicht getroffen habe. Wie, ist er schon down? Oh. Nee, das ging einfacher als gedacht. Ja, der ist schon down. Tja, war einfacher als gedacht. Wo bin ich denn hergekommen? Sag mir das mal. Hier. Schöne Kette. Hier ist rein gar nichts, würde ich mal sagen. Doch, hier. Da oben ist ein Lichtschein. Lol. Hä? Ach, das ist ein Bug. Oh, cool. Ein Lichtbug. Juhu. Da ist noch was. Was ist denn das? Ach, Erz. Silber. Ja. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier liegt auch noch ein Skelettchen. Wo bin ich denn hergekommen? Hier oben? Hä? Ah, hier. Nein, hä? Bin ich jetzt... Eine Frage. Wo bin ich hergekommen? Ich war doch... Hey? Ich bin sowas von verwirrt gerade. Sind wir von hier oben runtergesprungen? Dann kann ich mich gar nicht erinnern. Oh. Ah, wir sind hier hinten hergekommen. Ah. Ah. Hier sind wir hergekommen. Ja, okay. Nice. Thema Tarell. Was ist denn Tarell? Und was war das überhaupt für eine Quest? Ich weiß nicht mal, was, warum wir hier drin sind. Okay, gucken wir erstmal hier nach. Beschädigtes Tagebuch. Blumach. Auch sein, nehmen den Rest meines Vermögens. Ja, danke schön. Notizen, Logbuch. Stimmt, letztes Mal haben wir diese Hanse-Basis zerstört. I remember. Oh, Sterling Struggen. Da ist er wieder. Okay. Sonst ist hier nichts. Habe ich irgendwas noch erhalten? Was Cooles? Nö. Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. So. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Wir waren hier getaucht wegen dem Schiffswrack. Ah, ich erinnere mich. Okay. Ja.
sollte mal ein bisschen schneller schwimmen. Hier war so ein Schiffswrack. Da sind wir nur in die Höhle gegangen. Genau. Ja, so muss das sein. Kommst du da hoch? Nein. Kommst du hier hoch? Kommst du hier hoch? Kommst du? Ja, du kommst hier hoch. Perfekt. Haben wir das schon gelootet? Ja, das haben wir schon gelootet. Ich habe keine Ahnung, was wir letzte Folge, was ich letzte Folge gesagt habe, was wir machen. Ich glaube, wir wollten dir die Fragezeichen-Tour machen. Warum habe ich da einen Punkt gesetzt? Ach ja, das wollten wir machen. Genau. Genau, weil hier dieses... Ja, dann gehen wir direkt dahin. Stimmt, das war das Fragezeichen hier. Okay, dann gehen wir zurück und machen diese Basis da leer. Oder diese verlassene Stätte, ist ja nicht weit. Da hinten sehe ich schon ein Haus. Okay, wir haben ein Schwert bekommen, aber... Ich weiß nicht mal, was das für ein Schwert ist. Es war auf jeden Fall ein Hexerausrüstungsschwert. Ah, schön. Ah, ja, hier steht diese komische Farbgedingses. Sonst ist hier nichts. Hier ist ein Reisepunkt. Schneller! Schneller! Ja. Ach, stimmt. Ja, ja. Du wieder mit deinem Kackbogen hier, ey. Jetzt kannst du was erleben. Was denn? Tschüss. Gute Nacht. Ja, tschüss. Nee, 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 du hörst auf mit dem Kackbogen. Ciao. Glück gehabt. Hey. Magie. Irgendein Hexenwerk. Ja. Juhu. Gönn dir meinen Wirbel. Sind bestimmt noch nicht alle gewesen. Sonst würde ja jetzt diese eine coole Katze wieder kommen. Ich wünschte, es gäbe noch weiterentwickelte Tränke. Tagebuch des schnellen Eugen. So. Hi. Du hast ihr. Schnappt euch die Koordinaten. Tschüss. Verdammt. Tschüss. Weiß noch nicht alles. Können wir in die Häuser rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wir können schon mal looten. Werbemittel für rote Rüstung. Oh, keine Musik mehr. Können wir hier rein? Nein. Können wir hier? Yes. Da kommt die Musik aber mal wieder. Da geht's nicht lang. Aber hier. Hier geht's sicherlich rein. Nein. Ist das nur der Typ da hinten? Oh. Ah ja. Da geht's nicht rein. Komm her. Nö. Alle Gewalt, zugleich.
Ja, komm her! Du madenärztiges Monster! Madenärztiges Monster? Schick dich, Ratten! Tschüss! Jetzt sind alles, komm. Immer noch nicht? Okay. Leider nicht. Hier ist kein Loot. Kein Loot für mich. Ja, es gibt tatsächlich noch irgendwo irgendeinen Typen. Aber ich kann nicht in die Häuser rein, okay. Ist das ein Bug? Ich frag noch. Nö, hier kann man auch nicht rein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich war doch überall. Da oben war ich. Ah. Oder ist es irgendwo einer nachgespawnt? Das kann natürlich sein. Aber hier ist nirgendwo was. Ich sehe nichts. Hä? Moment mal. Oh, meine Nase. Ja, was mache ich denn jetzt? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Ich kann das jetzt nicht tun. Ja, hier ist irgendwo ein Gegner, der unsichtbar ist. Ich verstehe nicht warum. Ich laufe jetzt einfach mal weg. So. Eine kleine Meditation, nicht? So, dann ist das ein bisschen geskippt und dann vielleicht ist er jetzt wieder da. Ansonsten habe ich einen Boogie Book. Da ist er. Da ist er ja endlich. Zwei sogar. Lass ihn nicht entkommen. Tschüss. Hey, da ist noch einer. Hä? Was ist das denn? Voll, voll der Fehler. Ah. Naja, egal. Oh. Was ist jetzt mit dem einen Banditen? Schwirrt der jetzt noch immer darum? Steht er gerade neben mir? Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Blödes. Und basta. Aber die Musik ist noch da. Ah, jetzt ist sie weg. Okay, jetzt haben sie es behoben. Oh, Majoran, wäre mein Geist doch so willig, wie mein Fleisch schwach ist. Okay. Ja, jetzt können wir hier rein. Aha. Hexe, auf ein Wort. Ja, was willst du? Gwent ist noch mein Untergang. Schon wieder verloren. Bluede Hanses. Gut, dass du sie vertrieben hast, Hexer. Was hat er gesagt? Bluede Hanses? Keine Ahnung. Fein. Genau, was wir brauchen. Einen Hexer mit Eiern aus Granit. Diese Bluede Hanse hatte diese Gegend schon zu lange terrorisiert. Danke für deine Hilfe, Wattgern. Aha. Nilfgaardischer Wirt. Ein Nilfgaarder. So weit weg von zu Hause und er ist kein Soldat. Das ist selten. Das Kriegshandwerk liegt mir nicht. Mein Wattherr, ich meine, mein Vater allerdings... Er hat bei Sodden gekämpft. Er hat es überlebt. Und das trotz durchbohrter Lunge und Verlust der rechten Hand. Aber mit diesen Verletzungen konnte er nicht mehr in der Impera-Brigade dienen. Das Klima und der Wein hier in Toussaint fördern die Genesung. Und die Nilfgaardische Veteranenpension ist nicht übel. Man bekommt sogar eine Taverne dafür. Danke, Hexer, dass du mir geholfen hast, meinen Erbteil wieder zu erlangen. Art Dank. Mhm.
Zeig mir deine Waren. Zeig mir, was du anzubieten hast, Nilfgaarder. Nilfgaarder. So, wir kaufen wieder Fleisch und nochmal Fleisch. Fleischiges Fleisch. Fleisch, Fleischhaftigkeit. Das kann alles weg. Himbeeren weg, das weg. Was ist das? Ja, tschüss. Gegrilltes Hühnerbein. Das kann auch weg. Das bringt nur 50. Ja, dann kann das eh weg. Das kann weg. Die Gurke. Die Gurke. Ja, die Wasserflaschen können eigentlich auch überall weg. Ne, wir brauchen sie nicht mehr. Tschüss. Sind die schon mal weg. So, hast du denn noch irgendwas für mich? Nö, hat er nicht. Hat er einfach nicht. Ja, die Trauben brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Komm, wir verkaufen einfach. Wir verkaufen das einfach. Wir brauchen eh fast gar nicht mehr so viel zu trinken und so. Ach, zu trinken. Zum Healen. Habe ich eine Leiter? Ich habe irgendwas verkauft, was ich nicht verkaufen wollte, aber das ist egal, denn der bietet gut dafür. Was haben wir hier? Stumpfe Meteoritenaxt kann alles weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Leiter nicht. Das kann weg. Das, 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 das. Das, 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 das. Dann doch noch die Leitern, ja. Perfekt. Hör mal, so muss das laufen. Alles weg. So, kannst du noch einen Meteoritenspitzhackenkopf? Ja, genau einen. Perfekt. So muss das sein. Bis dann. Tschüss. Huch, da lag ein Kopf. Habt ihr das gesehen? Heil Geralt Ab Riva. Okay. Aber hier ist nichts zum Looten. Das ist ein bisschen schade. Ich habe. Ob Kian Fanelli mir einen Kredit gibt? Er kann meine Frau als Sicherheit haben. Tja, hier ist nichts mehr. Schade. Können wir jetzt vielleicht echt in die Häuser rein? Ging das vorher einfach nicht? Hier habe ich einfach Loot vergessen, okay. Nee, hier ist trotzdem abgeschlossen. Hier ist eben abgeschlossen. Und schon tun die Gelenke weh. Okay, ich dachte jetzt echt, wir könnten tatsächlich da rein. Da ist eine Leiter. Warum ist hier eine Leiter? Kann ich da hoch? Tatsächlich. Ich kann hier wirklich hoch. Warum? Warum kann ich hier hoch? Wenn ich hier hoch kann, das heißt, es muss ein Secret geben. Ja, hier ist eine Kiste, aber... Hier ist auch ein Arbeiter. Aber hier muss es eigentlich... Sonst wird man doch nicht hier hoch können. Kian Fanelli mir einen Kredit gibt, er kann meine Frau als Sicherheit haben. Okay, hier ist ein einziges Loot. Und wir holen uns nicht mal. Ja, tut mir leid. Ah, wir kommen noch hoch. Hoch, Glück gehabt. Schubidubidubidu. Schubidudu, schubididu, du, du. So, da hinten war der Reisepunkt, glaube ich. Hast du noch neuen Loot bekommen? Nein. Blau. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde echt gerne das hier machen. Die haben wir fertig, ne? Genau. Die haben wir fertig. Und das müssen wir auch machen. Das müssen wir auch unbedingt machen. Ritter zu Diensten. Ja. 10 von 15. Ja, das werden wahrscheinlich die hier sein. Und die, das Gewinnturnier. Sprich mit Jakob, dem Holzfäller. Ja, das müssen wir auch noch machen. Oh, wir sind bei Stufe 50. Und wir haben schon ewig keinen Hexerauftrag mehr gemacht, oder? Und die... Ach ja, das hier. Ich erinnere mich. Und die Buggy-Quest. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen die Weinfäden zu Ende, oder? Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir haben 3 Punkte. Können wir nicht dann hier?
Ach, da brauche ich beide Seiten für, ne? Was ist das denn hier? Erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität. Zu Kampfbeginn. Für jeden Gegner. Nach dem ersten. Okay, das heißt, ich muss einen besiegen und dann habe ich 30 Sekunden Boost. So, jetzt zum Beispiel im Kampf. Das deckt sich. Nach dem Abklingen fällt die Schwertangriffskraft und zeichnet für jeden Gegner. Okay. Habe ich das jetzt so verstanden? Du kriegst dann für 30, also wenn du musst einen Gegner plätten, dann kriegst du für alle anderen Gegner, die da sind, den Bonus. Und dann, wenn diese 30 Sekunden um sind, das steht nach dem Abklingen, und dann fällt dein normaler Angriffswert unter den Normalwert. Ja, das ist eigentlich kacke, ne? Das ist nur für einen Boost am Anfang gedacht. Oh, 2000. Hohoho. 25% die Chance einzufrieren, das ist auch lustig. Der Armbrust? Ja, Armbrust ist für mich eigentlich. Ja, ne, das interessiert mich echt nicht so sehr. Obwohl, das hier ist eigentlich ziemlich cool. Das ist eigentlich cool. 75% mehr Damage. Jeder Adrenalinpunkt verringert den Schaden. Oh, das ist auch cool. Feier ich auch irgendwie. Ein magischer Einzigartig mit Hexenschwerter gezogen, erhöht sich der durch das Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Okay, ja. Aber so wie ich das sehe, muss ich erst die hier freischalten. Damit ich das hier machen kann und dann auf das hier geht. Ja, ja. Dafür brauchen wir 5 Stück. Das könnten wir natürlich auch mal machen. Wir könnten auch... Wir haben auch hier einen zweiten Platz, ne? Haben wir denn alle Schwertfähigkeiten aktiv? Denn die kleinen? Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir und den haben wir. Den Wirbel. Wo ist der Wirbel? Da oben. Und den. Das heißt, wir könnten eigentlich... Den da reintun. Ne, hä? Der war schon drin. Hä? Macht er? Die sind doch 7 Stück. Ich habe auch 7 ausgerüstet, sehe ich gerade. Gut. Wow. Okay. Okay, aber tue ich den jetzt da rein? Ich kann da nur ein rotes reintun, ne? Das ist das Problem. Kann ich nicht sowas reintun, ne? Aber ich könnte. Ach nee, die gehen ja nicht. Ach. Die gehen ja nicht. Hallo. Schade. Naja, egal. Wir sind eh schon eigentlich auf dem Maximum vom Damage. Besonders das Ding hier. Das ist schon auf 20? Oh, krass. Müssen wir mal reparieren. Aber hier. Ich sollte schon das Richtige benutzen, ne? So. Ist so geil, das Ding. Ich habe immer noch einen Kater. Geh doch kacken. So. Okay, wir haben hier alles gelootet. Das heißt, wir haben hier oben alles fertig. Das ist sehr gut. Unser Bereich verkleinert sich. Aber das heißt auch, dass das Let's Play bald enden wird. Das finde ich eigentlich nicht so. Hm? So. Machen jetzt diese Quest. Büro des Blablabla. So. Hallöchen. Monsieur, so kommen wir doch nicht weiter. Ja, ich weiß. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Ja. Ich weiß. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi?
Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgrad übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Ja! Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Oh, nice. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Ja, übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Also gut, gehen wir. Nice, perfekt. Beide Quests abgeschlossen. So muss das sein. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Drei Quests sogar abgeschlossen. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind... Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben... Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Natürlich. Sicher kann ich helfen, aber ich arbeite nicht kostenlos. Hohoho, hey! Kommen wir mal Fettgeld. Das ist eindeutig zu viel. Oh, schade. Komm, 1-1-1-1-1. Nein, eins weiter. Ja. Kannst du den Preis noch etwas senken? Ja, okay. Ach komm, mach das. Kannst du den Preis noch etwas senken? Ja, Mann. Gut, abgemacht. Die wollten keine 1000 bezahlen. Naja, egal. 999 ist trotzdem voll viel. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Jo. Alter, wie nice. Weinfeen Belgard. Können wir nicht auf die Pumpe. Oh, wir haben schon zwei. Wir haben schon zwei erledigt. Okay. Wir haben 840 Kronen. Nice. Das ist also das Weingut Belgard. Hier waren wir schon mal, ne? Hab ich schon mal gelootet. Gelootet, ne? Okay. Ja, dann machen wir die Quest, ne? Also, finde ich eigentlich ziemlich nice. Ach, das ist Belgard Weingut. Das alles? Das gehört alles dazu. Ach du Scheiße. Ja, okay. Sag mal, wo ist denn das dritte Problem? Ich sehe nur zwei. Wo ist denn das dritte? Hä? Da steht 2 von 5. Ich denke mal, eins war hier das Monsterlager und eins war das da. Hä? Hier oben sind wir fertig. Bis auf das hier halt. Das ist halt noch... machen wir irgendwann mal. Ja, ich hab... keine... Ah, ist das ein... Ach, da! Da ist er! Da, 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 da! Das war verdeckt durch den... Okay, da hinten ist er. Boah, das ist schon riesig, ne? Also diese Weingüter sind ja ultra. Guck mal hier.
hier oder das hier. Ja, dann gehen wir. Das passt perfekt. Damit kann ich eine perfekte Fragezeichentour in Gang bringen. Das ist super nice. So, wir müssen rückwärts laufen. So, hier müsste irgendwo ein Reisepunkt sein. Da ist ein Reisepunkt. Jetzt von der Seite perfekt. So, dann reisen wir nach Tschamutla. Ach, da fliegt wieder diese eine olle Fee rum, ne? Verdorbene Fee oder sowas. Die fliegt schnell mal da oben rum, ne? Komm, wir gucken mal. Ist sie noch da? Ja, ich höre sie doch schon. Hab's auch schon gesehen. Guck, da oben fliegt sie. Da hinten. Da hinten ist sie. Hallo. Tschüss. Ich lass sie mal da rumgeistern. Rumgeistern. Oh, das habe ich noch nie gesehen hier, das hier. Ist hier noch irgendein Secret? Nö. Nö. Kein Secret. Warum auch? Und wir müssen unbedingt mal zu diesen Stein da hinten hin. Aber ich würde sagen, das machen wir alles irgendwann. Und da unten scheint irgendwas zu sein, aber es ist nichts markiert. Kann das sein? Ach, da war das Monsternest. Ah ja, okay. Ja, da gehen wir nicht hin. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.